Christian Frautschi und Joe Black. 7 Tage im Hippibus. Werkstatthandbuch der Wirbelsäulenseele. Erschienen im Goldfeder Verlag. Gelesen von Marco Gaduff und Edward Pitschin. Blutmond, 28. September 2015. Heute Nacht war wieder einmal ein so verrückter Vollmond. Blutmond, wie man so schön sagt. Der Mond soll nur etwa 356.800 Kilometer von unserer Erde entfernt gewesen sein. Ja, und dann erst noch eine Mondfinsternis. So habe ich natürlich kaum ein Auge im Schlafmodus gehabt. Wie so oft bei Vollmond. Immer wieder schaute ich in mein Fernrohr und bewunderte diese rote Kugel da oben zwischen den Sternen. So gegen 6.30 Uhr durfte der Mond wieder in voller Größe auf unsere wunderbare Erdkugel hinunterschauen. Am Abend saß meine Frau auf der Polstergruppe. »Ach, Schatz, kann ich dich was fragen?« »Ja, klar doch«, war meine Antwort. »Zappel ist gestorbt, das neue Buch ist jetzt dann ja bald im Buchhandel. Und so dachte ich, also wie soll ich das sagen, verschwindest du schon wieder hinter der Tastatur und schreibst?« »Ach, wie können es Frauen nur immer so spannend machen, wenn sie etwas wissen wollen?« »Ja doch, ich finde ja die weiblichen Wesen auf dieser Erdkugel mega spannend. Doch genauso spannend und gwundrig können sie dann auch die männlichen Wesen aus der Reserve locken, wenn sie ihnen die neuesten News entlocken wollen. Also, man soll ja die Wundernasen nicht allzu lange warten lassen und auf die Folter spannen, sonst werden sie noch hartnäckiger. In solchen Situationen kommt mir immer wieder das Schild in den Sinn, das Maggie, meine Frau, in die Ehe einbrachte. Dort steht geschrieben: Herrgott, gib mir Geduld. Aber sofort. Und so folgsam wie ich manchmal bin, kam natürlich gleich meine Antwort. Ja, ich werde bald wieder schreiben. Klar wusste ich, dass auch sofort und postwendend eine weitere Frage in den Raum oberhalb des schönen Zürichsees geworfen würde. Also komm schon, wie wird es heißen? Am liebsten wäre Maggie dabei natürlich samt Polstergruppe unter dem Hintern oben in mein Hirn hineingesprungen, um nach der Antwort zu suchen, die da oben in meinem Oberstübchen noch an einem sicheren Ort versteckt war. Aber eben, es hilft nichts. Christian, ergib dich. Okay, wäre ich vorher zu Wort gekommen. Das neue Buch, das heißt 7 Tage im Hippibus. Ja, so ist es. Aber Christian, du hast keinen Hippibus. Wie willst du da im Hippibus schreiben? Oder wirst du einfach so schreiben? Diese Frage, sollte Maggie wissen, bräuchte sie nicht zu stellen. Denn sie weiß, dass ich nur Dinge mache, die authentisch sind und der Wahrheit entsprechen. Und sie wollte nicht weiter fragen, da sie wohl annahm, dass ich einen Plan hatte. Und wie sie weiß, sind meine Pläne, wie schon oft, in meinem Wagenpark gelandet. Sie konnte ja nicht wissen, dass ich schon mehrmals nach einem Bulli, wie man den VW-Bus Typ 1 und 2 bezeichnet, gesucht habe. Ich war immer wieder auf Angebote gestoßen. Doch irgendwie hatte ich die Finger davon gelassen. Weil ich nämlich am liebsten den Hippie-Bus von Dodo, dem Schweizer Reggae-Sänger, gehabt hätte. Dodo hatte einen Bulli, mit dem er auf seiner Hippie-Bus-Tour um die Erdkugel reiste, von Bühne zu Bühne, mit seinem Sommerhit Hippie-Bus. Es war ein hellblau-weißer 78er VW-Bus Typ 2. Mit dem Peace-Zeichen auf der Brust, wie Dodo so schön singt. Natürlich bunt beklebt, eben ein richtiger Hippie-Bus. So ging der Blutvollmondabend vorbei, obwohl immer noch viele Fragen im Raum standen. Am 27. Oktober 2015, dem nächsten Vollmond, fuhr ich von Rapperswil herkommend nach Hause. Auf Radio Zürichsee kam ein Interview mit Dodo. Dodo, du hattest einen sehr erfolgreichen Sommer mit deinem Hippie-Bus, doch ich habe gehört, dass du ihn weggeben willst. Stimmt dieses Gerücht? Dodo?
Ja, das ist so. Man muss immer wieder weitergehen und etwas anderes machen. Man muss loslassen können im Leben und sich manchmal von etwas trennen, auch wenn es eine fantastische Zeit war mit meinem Bulli. Ja, er wird am 1. November im Stall 6 in Zürich versteigert. Ups, hatte ich da richtig gehört? Ich fuhr sofort nach Hause, ging auf www.radio.ch und suchte die soeben gehörte Sendung. So hörte ich diese erstaunliche Meldung nochmals. Ohne zu zögern, sicherte ich mir sofort Tickets für den 1. November im Lokal Stall 6 in Zürich. Du, Maggie, am Sonntag haben wir dann etwas los. Ja? Was denn? Am Sonntag wird der Hippie-Bus von Dodo versteigert. Maggie kippte fast vom Stuhl, denn als Schnelldenkerin wusste sie sofort, was das hieß. Aber Schatz, nicht im Ernst! Sag nur... Ja, irgendwie stand ihr so ein klitzekleiner Schock ins Gesicht geschrieben. Sie konnte nichts mehr sagen, und das heißt bei einer Frau bekanntlich sehr viel. Noch in der Aufwachphase von diesem doch nicht ganz unerwarteten Schock brachte sie dennoch über die Lippen: Du bist und bleibst ein Riesenspinner. Ja, da mag sie recht haben. Doch irgendwie lebt es sich als Spinner bekanntlich gut. Also ich habe mit mir in solchen Sachen absolut keine Probleme. So kam dann endlich der lang ersehnte 1. November. Es kam mir vor, als wären 5 Tage eine Ewigkeit gewesen. Wir nahmen auf den Holzbänken Platz, nicht weit vom Hippie-Bus entfernt. Ich habe ihn nicht einmal angeschaut. Ich wusste nur, es klappt. Oder dann, eben nicht. Das Internet hat ja noch... Nein, ich musste aufhören zu denken. Am besten denkt man in einer solchen Situation nichts. Das heißt, es kamen mir nur immer wieder die Worte meiner Frau in den Sinn. Und, wie weit bietest du mit? Nein, ich gab nie eine Antwort auf diese Frage, denn ich wusste es selber nicht. Hunderte von gespannten Versteigerungsbesuchern warteten sehnlichst auf die Versteigerung. Die Spannung stieg ins Unendliche. Ja, wie im Leben. Es geht oder dann eben nicht. Dann soll es auch so sein, dachte ich mir. Dennoch, am Anfang steigerten viele Leute mit. Ich blieb immer noch ruhig. In 1000er Schritten ging der Preis in die Höhe. Es boten immer weniger Leute mit. Am Schluss war es außer mir noch einer, irgendwo in den hintersten Reihen. Ich schaute nicht hoch, nahm nur immer wieder den Arm hoch, atmete tief durch und überbot ihn. Irgendwann, gefühlte Jahre später, sagte der Auktionator: 96.000 Schweizer Franken, zum 1. und zum 2. und zum 3. Der Hippiebus gehört Ihnen. Dodo kam zu mir. Wir umarmten uns. Irgendwie fehlten mir die Worte. Ich weinte vor Freude. Plötzlich stand ich da und wurde als neuer Besitzer des Hippiebus gefeiert. Ja, es war unheimlich, wie die Leute mitgefiebert hatten. Umgehend kam dann der Auktionator mit einem Mikrofon. Die erste Frage: Wieso wolltest du diesen Hippiebus? Meine Antwort nach einer Weile: Es gibt nur einen Hippiebus in diesem Sommer, und das ist dieser. Ich will authentisch sein in meinem Tun. Und wofür hast du ihn gekauft? Was machst du mit ihm? Ich werde mein nächstes Buch in diesem Bus schreiben und im nächsten Sommer auf Lesetour gehen mit ihm. Das Buch wird 7 Tage im Hippiebus heißen. Und auf einmal standen ganz viele Reporter mit ihren Mikrofonen da. Das Schweizer Fernsehen filmte. Ach, eine irgendwie total verrückte Idee war Wirklichkeit geworden. So schnell kann es im Leben halt eben gehen, wenn man sich treiben lässt und seine Träume verwirklicht. Oh, da steht das Mikrofon. Ja, liebe Hörer, ich bin jetzt da in Zürich, an der Badenerstraße, glaube 571. In einem Raum, da ist alles voll mit so schönen goldenen Schallplatten, mit Auszeichnungen, Gestelle voll von Filmen, die
der Manfi scheinbar zusammengeschnitten hat und vertont hat. Und boah, wir machen in diesem berühmten Studio von diesen berühmten Leuten mit verdammt berühmten Sprechern das Hippibus-Hörbuch. Endlich ist es soweit. Ach, fast 2 Jahre. Gefühlte Jahrzehnte sind vergangen seit der Versteigerung. Ach, diese Kiste, dieser Rost und ach, diese Kleber, die abfallen und aber drin. Das sieht megamäßig aus jetzt. Da ist richtige Leserounge geworden. Voll mega cooles Leder vorn drin und bunt und farbig und da drin wird jetzt das Hörbuch Werkstatthandbuch für die Wirbelsäulenseele aufgenommen. Ach, eine verrückte Geschichte, aber das, ja, eine verrückte Geschichte muss halt sein im Leben. Das ist das Werkstatthandbuch, das nicht zum Voraus geschrieben werden kann. Aber für das, okay, habe ich auch meine Klienten, ehemalige Klienten oder was auch immer, auch mit einbezogen. Und Joe Black hat sie angeschrieben, dass sie ein bisschen Informationen preisgeben mit meiner Arbeit. Das gehört zum Werkstatthandbuch. Es ist auch eine Anleitung. Okay, vielleicht ist das eine und andere langatmig, vielleicht zu ausführlich beschrieben, vielleicht zu ehrlich, vielleicht egal. Es ist das Leben. Hippie, bunt, farbig, wenn möglich ohne Drogen, ohne Alkohol, ohne giftige Pilze oder was auch immer, aber mit meinen Sprechern Marco Gaduff und mit Eduard Pichin, das sind so gute, coole Leute. Ich denke, es sind einfach die besten Sprecher in der Schweiz, wo man haben kann. Und mit Manfi am Mischpult, hinter dem Mikrofon, das ist die beste Crew, die... Es ist nur so möglich. Ich weiß, man könnte Lidl-mäßig oder Aldi-mäßig nach Deutschland gehen, ein Drittel vom Geld ausgeben, einem Sprecher das Manuskript in die Hände drücken und sagen, da lies mal runter, ich gebe das Hörbuch kostenlos mit, es darf nicht viel kosten. Nein, das bin ich nicht. Das Leben ist anders. Das Leben ist manchmal verrückt. Und das möchte ich bunt und farbig mit viel Flower Power euch als Leser mit auf den Weg geben. Ich wünsche euch eine gute Fahrt durch das Werkstatthandbuch und viel Spaß, so wie wir es hier im Studio ganz bestimmt auch haben werden. Okay, aber jetzt muss ich gleich mal schauen, wo ist überhaupt Marco? Wo ist Eddie? Wo ist Manfi? Okay, und Manfi, ich gebe ihm nachher noch ein kleines Trinkgeld. Nein, besser, ich bringe ihm eine Pizza. Und dann kann er diesen Mitschnitt da irgendwie sicher noch reinbringen. In der heutigen Welt ist da immer irgendwo ein Mikrofon offen. Also, ich gehe jetzt mal raus. Und liebe Hörer, ich lasse euch im Moment schnell das Lied von Dodo laufen, das bis Marco und Eddie kommen. Also, viel Spaß beim Hören. Oh, 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 jetzt. Oh, jetzt. Wir haben eigentlich den Hippie-Bus geschlossen. Es war jetzt, geschlossen. Jetzt schauen wir, aber es macht nichts, das machen wir noch. Oh, Entschuldigung. Jetzt schauen wir, jetzt machen wir da weiter. Nach der Rasch, ja, ich kann einen neuen Platz übernehmen, aber ja, also, dann nehmen wir mal das Hörbuch auf und ja, für das macht mal euren Job. Genau, das sind wir eigentlich da. Das sind die Honig, aber nachher, aber gib dir jetzt da den Kopfhörer und du kannst jetzt weitermachen. Und, wir uns da einrichten.
Ja, und ich du gehst schon mal raus, ein bisschen zuhören. Genau, du kannst zum Mamfi in den Regieraum. Ja, ist gut. Mamfi okay. Schon. Gell, Mamfi, du bist bereit? Ja, jetzt sind Mamfi ist bereit. Jetzt so. Gehe ich euch. Ja, ist schon okay. Also, gut, dann sind wir also parat. Edi, bist genau. Du, du hast den Kopfhörer an, bist bereit. Nein, ist alles so gut. Und ich habe meinen Text auch vor mir, dann fangen wir jetzt an. Genau. Hey, egal ob du im Stau stehst oder mit deiner Frau ins Blaue fahrst, pumpt das Volumen voll um. Hat das Pissen auf der Brust dich verrostet, wenn er durch die Straße kruft. Kommt nicht mehr so leicht, jeder Pastor ruft. Dafür ist im Bass genug laut, er ist ein rollender Ghetto-Blaster. Beschallt an Ohren auf deiner Straße. Egal ob Asphalt, Beton oder Pflaster. Musik ist sein einziger Laster. Zum dreht er sein Volumen bis ans Limit auf. Egal welcher Weg er nimmt, es läuft richtig. Stock und halt Schmier in an, er wird inspiziert. Findet dumme Love und Peasy im Drin. Ich sitze nimmer Hippie-Bus, Hippie-Bus. Fenster sind um den linken Arm, ich stuss ihm im Hippie-Bus, Hippie-Bus. Die einzige Farbe, die besteht, ist Tinnitus. Will er pumpt das Volumen, pumpt, pumpt das Volumen. Fahr ihm in dem Rum, dann pumpt der Volumen. Ja, pumpt das Volumen, pumpt. Nun ist es soweit. Winter, bald Frühling 2017. Und so sitze ich nun hier im Hippiebus und warte, bis Joe Black kommt. Es ist bereits mehr als ein Jahr vergangen seit der Versteigerung. Der Hippie-Lesetourbus hat mittlerweile einen neuen Motor bekommen, ein komplett neues Interieur und eine voll coole Schreib- und Leselounge. Ich habe mit Joe Black in Männedorf abgemacht, auf dem Parkplatz meiner Praxis. Der See glänzt, die Möwen suchen ihr Futter, im Hafen ist es sehr still. Die Sonne steht tief über dem kalten Zürichsee. In der voll krassen Soundanlage des Hippiebus läuft für einmal nicht Dodo, sondern die 9. Sinfonie von Dvorak. Das passt zu dieser verrückten Geschichte. Dann kommt er, Joe Black. Hallo Christian, alles klar im Hippiebus? Wir haben uns lange nicht gesehen. Seit dem letzten Buch, einem Dialog, den wir gemeinsam schrieben, sind mittlerweile Jahre vergangen. Komm, Joe, hast du meine neue Errungenschaft schon gesehen? Also in Natura noch nicht. Aber ich habe natürlich den Fernsehbeitrag gesehen in der damaligen Sendung Glanz und Gloria. Aber was um Himmels Willen willst du mit dieser Kiste nun machen? Gehst du unter die Campingfreunde mit einem Surfbrett unter dem Dach und hältst Ausschau nach den schönsten Stränden am Mittelmeer? Kommt denn diese Karre überhaupt so weit? Oder willst du wieder in die Hippie-Zeit zurück und etwas Flower-Power-Duft schnuppern? Also Joe, du bist schon ein bisschen frech. Erstens ist das keine Kiste und kein alter Karren, sondern einfach ein Bulli T2, ein Hippie-Bus eben. Es muss nicht immer alles neu sein. Ich liebe Geschichten. Und dieser Bus hat eine große Geschichte. Er war einmal als Krankenwagen im Einsatz in Österreich. Dann war er mal in Tschechien eingelöst. Irgendwann im letzten Herbst fand man ihn in einer Garage in Österreich. Dodo hat ihm neues Leben eingehaucht, hat ihn innen umgebaut und sein Äußeres mit der voll krassen weiß-blauen Lackierung samt der Beschriftung versehen, sowie den Aufklebern und dem Peace-Zeichen auf der Brust. Du weißt ja, da ist Leben, da sind Emotionen drin, die kann man nicht kaufen. Nur spüren und erleben. Okay, außen herum sieht er eben wie ein uralter Tourbus aus. Verbeult, Spraydosenlackierung und billige Kleber. Und schau mal da, Dodos Disco-Kugel hängt immer noch drin. Ja, du sagtest, du würdest darin dein nächstes Buch schreiben wollen. Hast du schon damit begonnen? Nein, ich habe noch nicht angefangen, denn es fehlt noch etwas. Aus diesem Grunde habe ich dich heute hierher gebeten. Du, Joe, sollst mit mir das nächste Buch hier drin schreiben. Was? Ich darf wieder mit dir zusammen? Joe ist sehr erstaunt und sprachlos. Aber... Joe, das letzte Buch, Der Wirbelsäulenflüsterer, kam bei den Lesern so gut an, dass sich eine Fortsetzung aufdrängte. Hast du das überhaupt gesehen? Ich habe dem Buch ein neues Kleid verpasst und den Untertitel zum Haupttitel befördert. Das Buch heißt nun 7 Tage mit goldenen Händen und roten Schuhen.
Die Leser wollen viel mehr von meiner Arbeit erfahren. Wir werden also in nächster Zeit wieder an 7 verschiedenen Tagen auf eine Reise durch diese Erdkugel gehen und natürlich heben wir ab. Mit dem Hippiebus. Joe steht da, als sei er gerade vom Mond direkt in den Hippiebus gefallen. Er versucht, Worte zu finden. Aber Christian, warum hast du gerade mich wieder ausgewählt? Da würden doch... Schnauze, Joe. Du hast es mit dem letzten Buch so hervorragend gemacht. Was soll ich da einen Ersatzmann suchen? Sicher gäbe es viele Anwärter, die mit dem mystischen Heiler ein Buch schreiben möchten. Doch sind viele davon so durchgeknallte Möchtegern-Therapeuten oder Schreiberlinge, die mit Birkenstockschuhen durch die Gegend schlürfen oder mit einem Red Bull in der Hand durchs Universum fliegen möchten und dabei die Bodenhaftung verloren haben. Nein, ich will eine bodenständige Schreiber-Menschenseele an Bord haben. Machst du jetzt mit oder muss ich... Ja klar doch, Christian. Ich mache mit. Nur muss ich noch etwas gestehen. Falls du dann einmal zu müde wärst zum Fahren. Ich kann, also können schon, aber ich darf im Moment nicht Auto fahren. Ich habe keinen Ausweis, ist in der Wäsche. Ja, ich bin mit meinem Porsche Turbo zu schnell unterwegs gewesen. Ach, Joe, du bist doch immer noch der gleiche Lümmel wie früher. Hast du auch gar nichts gelernt? Ich habe dir ja immer gesagt, lege dir einen alten, gemütlichen Engländer zu, mit einem Engel auf der Brust. Oder eben einen Hippiebus mit dem Peace-Zeichen auf der Brust. Da kann so etwas nicht passieren. Und überhaupt, du bist ja in der Zwischenzeit auch so ein voll krasser Spinner. Hast einen Porsche Turbo. Ja, habe ich. Schließlich hast du immer zu mir gesagt, studiere nicht, mache. Und so machte ich und gönnte mir diese 470 PS auf den 300er Gummiwalzen und ohne Blechdach. Dann ist es dir ja wohl gerade recht, wenn ich dich über die Erde chauffiere mit meinem Bulli und dem Peace-Zeichen auf der Brust. Also, dann treffen wir uns am nächsten Montag und an weiteren 6 Tagen diesen Winter und Frühling. Ich hole dich beim Bahnhof Rapperswil ab. Klar doch, bis dann. Und so zieht Joe wieder davon. Er kehrt jedoch nochmals um. Wieso hast du das letzte Buch umgetauft, Christian? Das verstehe ich nicht. Es gibt leider schon so viele Flüsterer. Jeder flüstert mit irgendetwas. Mit Tieren, Puppen, Bäumen oder was der Kuckuck auch immer. Und in der Presse kannst du immer wieder von diesen Flüsterern lesen. Das gurkte mich an. Also, geh jetzt und komm morgen ausgeschlafen zur Arbeit als Beifahrer. Doch Joe kehrt nochmals um. Christian, ich möchte, bevor wir beginnen, noch etwas klarstellen. Es kann sein, dass ich dir immer wieder vermeintlich doofe Fragen stelle. Sei mir deswegen nicht böse und denke nicht, der hat das doch schon im letzten Buch gefragt. Lernt er denn nichts dazu? Ich setze einfach nicht voraus, dass alle unser letztes Buch schon gelesen haben. Darum werde ich halt manchmal doof nachfragen. Weißt du, ich habe auch das im Leben gelernt. Manchmal stellt man sich etwas unwissend an und bekommt auf diese Weise eine ehrlichere Antwort. Und erst noch ausführlicher. Ach, Joe, ich weiß, dass du nicht auf den Kopf gefallen bist. Zudem gibt es keine doofen Fragen, höchstens doofe Antworten.